Das Windloch. Geschichten von Henriette und Onkel Titus. Uaa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 
Wir werden Ihnen Geschichten von Henriette und Onkel Titus erzählen. Sind sie spannend? Nein, in keiner Weise. Es sind lauter ganz gewöhnliche Vorfälle. Auf heute Abend. Am Abend also traf sich die ganze Gesellschaft in der Kajüte des Kapitäns. Herr Clemens Mopp, Bertha und Leo saßen nebeneinander und sie hatten jeder ein mächtiges Glas dampfenden Grog vor sich stehen. Tja, jetzt fangt an. Es war einmal so. Wer erzählt denn nun? Alle drei. Die Geschichten von Henriette und Onkel Titus sind viel zu schwierige Geschichten, als dass einer allein sie erzählen könnte. Und so erzählten sie mal der und dann mal der und auch mal alle zusammen die Geschichte von der Nixe im Bade. Onkel Titus verstand das Basteln besser als irgendein anderer Onkel, den es gab. Aber die neue Wasserleitung war sein Meisterstück. Sie führte direkt aus dem Fluss zum Badezimmer. Henriette durfte als Erste mit dem neuen Wasser baden. Weil es in dieser Frage nicht nach dem Alter geht? Sondern danach, wer es am nötigsten hat. Sie ließ die Dusche laufen. Und nicht lange, da steckte eine Nixe den Kopf aus der Brause und floss immer weiter heraus. Henriette drehte ganz erschrocken den Hahn ab. Aber die Nixe sagte: Du kannst mich doch nicht so stecken lassen. Es ist furchtbar unbequem, so mit dem Kopf nach unten. Da drehte Henriette den Hahn wieder anders herum. Die Nixe plumpste in die Wanne. Und da war sie. Sie war eine entzückende Nixe, oben rosa und unten silbergrün und mit hübschen braunen kurzen Locken. Um den Hals trug sie eine Schnur von sanft weißen Perlen, wie sich das so schickt. Aber wie ist denn das möglich? Durch die Brause? Das kommt, weil die Leitung direkt zum Fluss geht. Henriette rannte zu Onkel Titus, der eben dabei war, einen Regenschirm mit Guckloch zu basteln, damit man, ohne nass zu werden, nach dem Wetter sehen könne, und rief: Schau nur einmal ins Badezimmer hinein, du wirst dich wundern. Ich mich wundern? Er ging ins Badezimmer, wo die Nixe in der Wanne saß. Tatsächlich, das ist kaum zu glauben. Der Hahn tropft. Ich muss ihn zu locker angeschaut haben. Nein, ich meine, dass eine Nixe da ist. Ach so. Aber das kommt, weil die Leitung direkt zum Fluss geht. Sie haben eine wunderschöne Akustik hier. Ich fühle mich hier sehr wohl. So blieb die Nixe, die Gisellis hieß, bei Henriette und Onkel Titus. Und zum Abend gab sie ein Konzert, bei dem der Mond in die Badewanne schien, während der Onkel auf dem Waschbecken hockte und sie auf der Geige begleitete. Am nächsten Tag erzählte Frau Philipp, der die untere Wohnung gehörte, Onkel Titus, dass es bei ihr durch die Decke tropfe und was an dieser Panscherei schuld sei. Nix, sagte der Onkel. Er konnte Frau Philipp nicht leiden. Eine Nixe? Das habe ich mir gedacht, wegen dem ewigen Waggalaweia. Sie trabte hinaus ins Badezimmer und fragte die Nixe Gisellis, die eben mit dem Thermometer Kapitänin spielte. Woher kommen Sie? Aus der Brause, weil die Leitung direkt zum Fluss geht. Können Sie nicht wieder da zurück? Oh, durch die kleinen Löcher? Nun zog Frau Philipp den Stöpsel aus dem Abflussrohr. Die Nixe wurde sehr böse und nahm ihn ihr aus der Hand und tat ihn wieder hinein. Aber alle hörten, wie aus dem Rohr absonderliche Stimmen ertönten. Die riefen: Da fing die Nixe an zu weinen. An keinem Ort singt es sich so schön wie in einem Badezimmer. Was habe ich Ihnen denn getan, dass Sie mich vertreiben wollen? Aber Frau Philipp ließ nicht ab, Onkel Titus wegen der Nixe zu behelligen. Der Fisch muss aus dem Haus. Und sie zeigte ihm die vielen Eimer, die sie überall aufgestellt hatte, wo es tropfte. Den Onkel störte die Nixe inzwischen auch etwas, weil er es nicht leiden konnte, wenn ihm jemand beim Zähneputzen zusah.
Sie beschlossen, die Nixe Gesellis in einem Waschfass zum Fluss zu tragen. Aber als sie das Fass ins Badezimmer brachten und Frau Philipp die Nixe hineinheben wollte, schüttete die ihr mit dem Schwanz einen Guss Wasser ins Gesicht, dass sie da stand wie ein Schaf, das in den Brunnen gefallen ist. Sie wollte sagen, Unverschämtheit, aber weil sie den Mund voll Wasser hatte, sagte sie nur, Dann trat der Onkel auf ein Stück Seife, fiel gegen Frau Philipp und schubste sie ins Waschfass. Sie begreifen auch gar nichts. Hier hinein sollte ja die Nixe. Jetzt muss ich doch den Hauswirt bemühen. Sie kletterte heraus und schwamm die Treppe hinunter. Am anderen Morgen läutete es an der Tür und ein gelber Greis mit einem breiten Maul und einem Kropf stand da und sagte, Ich bin der Installateur Nöckel. Ich muss mal ins Badezimmer. Bastle selbst, sagte Onkel Titus. Aber der Installateur quakte, Quatsch, und ging hinein. Hoho, es ist nicht erlaubt, fremde Türen abzuriegeln, rief Onkel Titus. Und er drückte gegen die Tür, bis der Riegel aufsprang. Da war das Badezimmer leer. Der Installateur Nöckel war verschwunden und die Nixe Gesellis war auch weg. Nur in der Seifenschale fand Henriette eine lange, schimmernde Schnur sanft weißer Perlen. Das war ein wunderbares Erlebnis, sagte Henriette zu Frau Philipp, mit der sie in ein Gespräch kommen wollte, damit sie die Perlen bewundere, die sie trug. Ja, wenn du so etwas nochmal erlebst, dann kannst du was erleben. Ich habe über die Geschichte von der Nixe nachgedacht. Es war keine üble Geschichte. Nein, das war sie nicht. Sie war sehr lächerlich. Lächerlich? Haben Sie in dieser Geschichte irgendeinen Anlass zum Lachen bemerkt? Ich meine nur, weil die Nixe durch die Brause kam. Das kam, weil die Leitung direkt zum Fluss ging. Ich habe das schon verstanden, aber ich glaube, ich muss mich an Ihre Geschichten erst gewöhnen. Es folgt die Geschichte vom Affenfang. Eines Morgens lag Henriette mit sehnsuchtsumflortem Augenaufschlag im Bett und erklärte Onkel Titus, der mit einem Gartenschlauch, einer Trommel und einer Trompete hereinkam, um sie zu wecken. Ich liege, o liebster Onkel, krank bis auf den Tod. Und ich werde wohl nie mehr gesund werden, wenn ich nicht bald eine bestimmte Sache bekomme. Was für eine Sache? Fragte Onkel Titus. Einen Affen. Den kann ich unmöglich besorgen, ehe ich nicht weiß, ob es ein großer oder ein kleiner sein soll. Ein mittlerer, hübscher, sagte Henriette. So wie er zu einem kleinen Mädchen passt. Nun hat die Sache weiter keine Schwierigkeiten. Oft scheitern solche Vorfälle daran, dass die Kranken nicht genau wissen, wonach sie verlangen. Dann stand Henriette auf und zog sich an und sie gingen in den Stadtpark, um einen mittelgroßen, hübschen Affen zu fangen. Onkel Titus hatte bereits früher einmal ein Buch über das Fangen von Affen geschrieben und darum trugen sie einen hohlen Kürbis bei sich. Der Kürbis hatte eine kleine Öffnung und ein Stück Zucker klapperte lustig darin herum. Kaum waren sie im Stadtpark, so raschelte es hinter einem Busch. Ein Affe! Ach, siehst du nicht, dass er eine Uniform trägt? Das ist ja eben, was mich wundert. Er trägt eine Uniform. Was tun Sie da? Fragte der Affe, will sagen der Parkwächter barsch. Wir fangen einen Affen, sagte Onkel Titus. Hier gibt es doch keine Affen, sagte der Wärter. Das ist das Wenigste, wenn man nur die richtige Art hat, sie anzulocken. Mit dem Kürbis? Mit dem würden Sie nichts fangen. Und wenn Sie mit einem Urwald säßen. Unter diesen Gesprächen legten sie sich alle auf die Lauer und Henriette sogar auf den Bauch. Sogleich kamen von allen Seiten die Affen herbei. Es waren furchtbar viele.
Als die Affen Onkel Titus, Henriette und den Parkwächter da liegen sahen, lachten sie und patschten sich auf ihre Schenkel und Bäuche. Worüber lachen Sie? Fragte der Wärter verdutzt. Onkel Titus sagte, dass die Affen uns Menschen für die komischsten Tiere halten, weil wir ihnen so ähnlich sehen und uns auch beinahe so wie sie benehmen. Aber eben nur beinahe. Aber es sind viel zu viele. Ich brauche keinesfalls mehr als einen. Da riefen sie den Affen zu. Husch, husch. Geht nach Hause! Da gingen viele Affen nach Hause. Jetzt wollen wir die Falle aufstellen, sagte Onkel Titus. Es ist die gleiche, wie sie auch bei Busch oder den Negern oder endlich den Buschnegern Verwendung findet. Der Affe greift in den Kürbis, um den Zucker herauszunehmen. Aber er kann den Arm mit geschlossener Hand nicht mehr durch die schmale Öffnung bringen. Ließe er den Zucker los, so wäre er bald wieder frei. Aber hieran hindert ihn sein tierischer Eigensinn. An der Stelle blickte Onkel Titus sich um und fand, dass der Parkwächter versucht hatte, den Zucker zu stibitzen. Jetzt hatte er den Kürbis am Arm. Das Zerren nützt gar nichts, sagte Onkel Titus. Sie müssen erst den Zucker weglegen. Niemals, rief der Wärter. Er schüttelte den Kürbis wie einen riesigen orangegelben Boxhandschuh und kugelte mit ihm über den sanften Rasen davon. Zu ärgerlich. Jetzt ist die Falle unbrauchbar. Und es ist so vergnüglich, eine geschickt ausgedachte Bastelei richtig anzuwenden. Dann winkten sie einem mittleren hübschen Affen und gingen mit ihm nach Hause. Als sie aber am Gartenzaun anlangten, fanden sie einen unfrankierten Brief im Kasten. Er war von Frau Philipp. Geehrter Herr, ich habe einen großen Teil des Tages damit zugebracht, zu erraten, was Sie sich wieder für einen albernen Streich ausgedacht haben könnten. Ich kenne Ihre Art, morgens mit Ihrer Nichte das Haus zu verlassen. Sollten Sie etwa auf die blödsinnige Idee gekommen sein, einen Affen zu fangen, dann sorgen Sie gefälligst bitte dafür, dass derselbe sich an die Hausordnung hält, sich sauber auf der hierfür bestimmten Matte die Füße reinigt, anklopft, bevor er einen Raum betritt und mich nicht durch Schleichen in der Waschküche oder plötzliches Hineinsehen in ein Fenster erschreckt. Ich verzichte auf Affentheater. Rosa Philipp. Da faltete Onkel Titus den Zettel zusammen und sprach: Es hat kein gutes Ende nehmen sollen. Er umarmte den Affen. Und auch Henriette umarmte ihn. Aber der Affe bat sie durch Gebärden, dass sie ihn behielten und bedeutete ihnen, er werde alles tun, was man von ihm verlange. 42 Tage und 42 Nächte verfolgte Frau Philipp den Affen. Der Gaylord hieß. Um ihn auf irgendeiner Untat zu ertappen. Aber noch Jahre später versicherte sie die größte Gemeinheit, die Onkel Titus und Henriette ihr je angetan hätten, sei gewesen, ihr einen Affen ins Haus zu bringen, der sich an die Hausordnung hielt. Was sagen Sie dazu? Mir fehlen 4 Büschel Bananen im Laderaum. Sehr erstaunlich. Ich hatte einmal einen blinden Passagier. Ich holte damals Gefrierfleisch von Brasilien. Dieser Mensch war imstande, im Laufe von 2 Wochen die ganze Ladung aufzuessen. Der Ärmste, konnte er denn gar nicht sehen? Nicht sehen? Wer sagt das? Sie erzählten eben, es sei ein blinder Passagier gewesen. Ein blinder Passagier ist nicht ein Passagier, der nichts sieht, sondern einer, den man nicht sieht. Hm. Vielleicht haben Sie dann ganz einfach blinde Bananen geladen, weil Sie sie nicht sehen. Der Gedanke verwirrt mich. Heute erzählen wir eine besonders schwierige Geschichte. Kommen auch Henriette und Onkel Titus darin vor? Natürlich, der eine wie die andere.
Ich möchte wissen, warum Ihnen immer gerade Geschichten von Henriette und Onkel Titus einfallen. Es sind eben gute Geschichten. Wenn es bloß das wäre, aber es ist nicht bloß das. Ich denke... Das Denken muss man den Maschinen überlassen. Darüber handelt die Geschichte von der Denkmaschine. Eines Tages begegnete Onkel Titus Henriette auf der Straße und sagte: Gehst du eigentlich schon in die Schule? Nein, ich komme aus der Schule. Aha. Seit wann besuchst du diese Anstalt? Seit 5 Jahren. Merkwürdig. Warum hast du nur nie etwas davon erzählt? Weil es kaum wert war, davon zu reden. Sie gingen zusammen nach Hause. Und als sie bei Tisch saßen, fing Onkel Titus von Neuem an. Was machst du denn so in der Schule? Ich denke, ich denke. Warum sagst du zweimal, ich denke? Weil ich zweimal denke. Einmal hier und einmal in der Schule. Ich hätte auch sagen können, in der Schule denke ich, denke ich. Ich verstehe genau, du denkst, du denkst, du denkst. Es ist doch zu dumm, dass wir Menschen eine so schwierige Arbeit wie das Denken ganz allein verrichten müssen. Für jede andere schwierige Arbeit gibt es eine Maschine. Es gibt eine Waschmaschine zum Waschen, eine Backmaschine zum Backen. Und eine Kreissäge zum Holzsägen. Nur eine Denkmaschine zum Denken gibt es noch nicht. Und die will ich jetzt also erfinden. Sie gingen in der Wohnung herum und sahen, ob sie da etwas entdeckten, was sie zu einer Denkmaschine umbauen könnten. In einer Ecke stand Henriettes Nähmaschine. Brauchst du nötiger eine Nähmaschine oder eine Denkmaschine? Fragte Onkel Titus. Ich brauche keine Nähmaschine, weil ich nie nähe. Eine Nähmaschine ähnelt einer Denkmaschine nämlich sehr. Man redet bereits davon, dass Worte verknüpft werden und Gedanken verflochten, und durch jede längere Rede muss sich ein roter Faden hindurchziehen. Er machte ein paar Schrauben und Spiralen ab und gab sie Henriette zu halten. Henriette steckte sie in den Mund. Nun öffnete sich die Tür. Und Frau Philipp guckte herein und fragte: Was basteln Sie denn jetzt wieder Komisches? Eine Denkmaschine. Unsinn! Eine Maschine kann doch nicht denken. Gewiss, sagte Onkel Titus, und er befestigte Henriettes Federhalter dort, wo bisher die Nähnadel gesteckt hatte. Gewiss kann sie das, vorausgesetzt, dass sie gut geölt ist. Was ist denn der menschliche Kopf anderes als eine sehr verwickelte Maschine mit Hebeln, Schrauben und Spiralen? In dem Augenblick nahm Henriette die Schrauben und Spiralen, die sie im Mund hatte, heraus, um sie Onkel Titus zu reichen. Passen Sie auf! Sie nimmt Ihren Kopf auseinander! Rief Frau Philipp und sie lief voll Angst fort. Und kommt in der Geschichte nun nicht mehr vor. Onkel Titus schob ein Blatt Papier in die Maschine und Henriette musste sich hinsetzen und sie mit den Füßen bewegen. Die Maschine war wirklich ungeheuer klug. Sie beantwortete schriftlich jede Frage. Sie konnte: Der Schutzmann ist ein Organ zur Ordnung des Verkehrs. Und: Der Löwe brüllt vor Sehnsucht nach der Wüste. Und: 5 und 5 ist 70. Aber Onkel Titus sagte: Die 7 ist eine 1. Es liegt nur an der schlechten Handschrift. Henriette nähte nun alle Schularbeiten auf der Maschine. In kurzer Zeit wurde sie klüger als alle Lehrer und die meisten Schüler. Wenn einem die Arbeit aber zu leicht fällt, wird man oft faul. Und so kam es, dass Henriette faul wurde und nie daran dachte, die Denkmaschine zu schmieren und zu ölen, wie ihr das Onkel Titus eingeschärft hatte. Da wurde Onkel Titus ärgerlich und er sagte eines Tages: Wenn du die Maschine nicht ölen willst, sollst du sie auch nicht mehr benutzen. Überhaupt sind eure Schulaufgaben so einfach, dass man gar keine Denkmaschine braucht, um sie zu lösen. Du hast bestimmt recht. Habt ihr wieder etwas auf? Fragte Onkel Titus. Henriette zog ein Heft aus ihrer Schultasche und er sah es an und las:
Was sagte König Artus, als ihm seine Frau Ginerva vor der Schlacht die eiserne Rüstung anzog? Das ist eine sehr schwierige Frage. Eine schwierige und eine sehr dumme dazu. In meiner ganzen Klasse weiß keiner, wer dieser König Artus überhaupt war. Richtig. Woher sollen so kleine Kinder wie ihr das schon wissen? Wer war es? Nun, irgend so ein alter Raubritter, vermutlich. Und was sagte er, als seine Frau ihm die eiserne Rüstung anzog? Vielleicht weine nicht, Weib, wenn mir was Königliches begegnet. Ich hab's. König Artus sagte, wohlan. Es wird bei allen solchen Gelegenheiten wohl angesagt. Onkel Titus sah Henriette erwartungsvoll ins Gesicht. Die sagte bloß kühl, ich werde diese Frage der Denkmaschine übergeben. Ich habe heute eine Unterhaltung mit meinem Klassenlehrer gehabt. Über König Artus. Ach, was sagte er denn? König Artus? Nein, der Lehrer. Du bist die erste Schülerin dieser Anstalt. Bravo, die erste Schülerin. Dafür bekamst du eine Mark. Was hat er denn noch gesagt? Du bist die erste Schülerin dieser Anstalt, die es gewagt hat, mir solch eine unverschämte Arbeit vorzulegen. Ach du meine Güte. Was hast du denn nur dem König Artus sagen lassen, als seine Frau ihm die eiserne Rüstung anzog? Keine Ahnung. Wieso keine Ahnung? Na, die Maschine hat es doch gemacht. Da sahen sie beide nach, was die Maschine geschrieben hatte. Das nächste Mal öl mich besser, dummes Weibstück. Interessieren Sie sich für Kautabak? Sehr. Ich bin ein Fachmann auf diesem Gebiet. Und interessieren Sie sich für Seehunde? Fast noch mehr. Auch auf diesem Gebiet kenne ich mich genau aus. Würden Sie sich für einen Seehund interessieren, der Kautabak kaut? Ungeheuer! Ich bin Fachmann für Kautabak und Fachmann für Seehunde. Und ich muss zugeben, ich habe nie einen Seehund gekannt, der Tabak gekaut hätte. Ich interessiere mich brennend für diese Geschichte. Welche Geschichte? Die von dem Seehund, der Tabak kaut. Unglücklicherweise kenne ich keine solche Geschichte. Und ich halte die Vorstellung von einem tabakkauenden Seehund offen gesagt auch für ganz unsinnig. Die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen, heißt die Geschichte vom weinenden Stein. Es lag etwas Interessantes auf dem Boden. Für Interessantes interessierten Sie sich immer. Also beugten Henriette und Onkel Titus ihre Köpfe zur Erde. Wobei Onkel Titus es etwas weiter hatte als Henriette. Und betrachteten genau, was da lag. Da lag in der warmen Sonne ein Stein. Und aus dem Stein drangen klare, funkelnde Tropfen. Sie bildeten einen kleinen Teich auf der Oberfläche und rannen seitab und tropften schließlich ins Moos. Nanu, sagte Henriette, das kann kein Teich sein. Nein, sagte der Onkel, auch keine natürliche Feuchtigkeit, denn die Natur ist im Augenblick nicht feucht. Hältst du es für möglich, dass es Schweißtropfen sind? Es sind Tränen. Wie denn? Die Stärke meiner Empfindungen macht das Unmögliche zur Möglichkeit. Ich habe den Eindruck, der Stein redet. Es ist sehr merkwürdig. Es ist keineswegs merkwürdig, es ist Liebe. Wenn sie verliebt sind, sagen alle Leute solchen Unsinn. Ich verbiete dir strengstens, dich zu verlieben, ehe du 13 Jahre alt bist. Sie neigten ihre Ohren gegen den Stein und Henriette fragte ihn nach seinem Schicksal. Da erzählte der Stein. Ich habe eine Geliebte. Sie ist wunderschön. Sie ist ein blassrosa Quarz mit weißen Äderchen. Sie lag neben mir an diesem Ort.
Da kamen eines schlimmen Tages Männer. Die hatten Schubkarren bei sich. Sie rissen meine Geliebte von meiner Seite. Sie verwandten sie zum Bau einer Mauer. Mich ließen sie hier liegen. Nun bin ich einsam. Sagen Sie uns doch, in welcher Mauer Ihre Geliebte steckt. Hier, in dieser? Und sie blickte nach links. Ja. Oder in dieser? Fragte Onkel Titus nach rechts blickend. Ja. Es war die Parkmauer, in der die Geliebte des Steins war. Und sie war so lang, dass sie von links bis nach rechts reichte. Und sie fragten den Stein, an welcher Stelle der Mauer seine Geliebte lag. Der Stein sagte, ganz links, am Anfang, bei der kleinen Birke. Und Henriette und Onkel Titus gingen zu der kleinen Birke hin und hoben jeden Stein der Parkmauer auf und suchten nach dem blassrosa Quarz mit den weißen Äderchen. Aber sie fanden ihn nicht. Also kamen sie, als der Vormittag herum war, zu dem weinenden Stein zurück und Onkel Titus sagte, wir haben leider nichts gefunden. Haben Sie da rechts bei der alten Eiche gesucht? Bei der alten Eiche? Sie haben links bei der Birke gesagt. Ja, und? Vielleicht ist er auch eben hier vorn in der Mitte. Getroffen, unbedingt. Hier vorn in der Mitte. Er hält uns zum Narren. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er einen schwachen Verstand hat. Und dafür kann keiner, besonders nicht, wenn er verliebt ist. Gut, aber was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Wir können natürlich nicht die ganze Mauer einreißen. Diese Nachricht machte den Stein vollends traurig. Und noch viel mehr Tränen rannen aus seinem runden, einfältigen Gesicht. Die Tränen schwollen zu einem kleinen Rinnsal und erwärmten den Boden ringsum und befeuchteten ihn. Und da wuchsen Rosen und andere schöne Blumen. Verschiedene Vögel, von solchen Arten, die Steine gern mögen, flogen herbei und sangen nette und freundliche Lieder. Und zwischen ihnen allen saß Henriette, dicht bei dem Stein, und sie erzählte ihm Geschichten, die für unglücklich liebende Steine hervorragend geeignet sind. Aber der Stein wollte sich nicht trösten lassen. Liebe, weißt du denn, was das ist? Nein, ich darf mich noch nicht verlieben. Erst, wenn ich 13 bin. Ach ja. Und wenn ich's dürfte, ich wüsste nicht, ob ich's täte. Aber an einem Tage wanderten Henriette und Onkel Titus wieder an der Parkmauer vorbei. Da bemerkten sie eine Stelle, wo es tropfte. Und als sie nachsahen, lag da zwischen den anderen grauen und braunen Steinen der Mauer ein sehr niedlicher rosa Quarz mit weißen Äderchen. Der tropfte. Da lief Henriette, was sie konnte, zu dem Stein und erzählte ihm von seinem Glück. Soll ich sie herbringen? Fragte sie zum Schluss. Nein, nehmt mich und tragt mich zu ihr, in die Mauer. Dort wird uns niemand mehr trennen. Überdies ist es sehr ehrenvoll, für einen Stein eine Mauer bilden zu helfen. So luden sich Henriette und Onkel Titus den Stein auf. Wie schwer er ist. Des Weges aber kam Herr Universitätsprofessor Lupiller. Der war ein Mineralog. Das will heißen, er hatte die Steine studiert. Er wog den Stein mit einer kleinen Waage und sagte, das ist kein gewöhnlicher Stein. Das ist ein goldhaltiger Stein. Ein Stein gleichsam mit einem goldenen Herzen. Ja, sagte Onkel Titus. Ich gratuliere Ihnen. Wohin bringen Sie ihn? In die Parkmauer. Ah, zu töricht. Sie brauchen wohl kein Gold. Danke der Nachfrage, im Augenblick nicht. Sie trugen den Stein zu dem Loch, das sie gemacht hatten, und legten ihn neben den kleinen rosa Quarz und mauerten die Stelle wieder zu. Da lief ein so dicker Bach aus der Mauer heraus, dass man meinen konnte, ein Rohr sei geplatzt. Vor Glück, sagte der Onkel und nahm Henriette bei der Hand und sie gingen leise
fort. Es befindet sich ein Passagier an Bord. Es ist kein Zweifel übrig. 20 Büschel Bananen fehlen. Fehlen auch die Schalen? Oder nur das Innere? Alles. Dann ist es kein blinder Passagier. Oder können Sie sich einen Menschen denken, der Bananenschalen esse? Ich würde mich direkt freuen, dass die Schalen nicht da sind. Wie leicht rutscht man auf so einer Bananenschale aus und bricht sich ein Bein? Das hat der Stadtgendarm Obacht immer gesagt. Der Stadtgendarm Obacht spielt eine große Rolle in einer Geschichte. Ich könnte wetten, dass es ein blinder Passagier ist. Die Geschichte heißt Die Geschichte von der einsamen Insel. Nahe dem Hause, in dem Henriette und Onkel Titus wohnten, gab es einen kleinen Platz. Dort kreuzten sich zwei Straßen, nicht einmal sehr große. Aber damit niemand überfahren würde, hatte die kluge Stadtverwaltung in der Mitte eine Verkehrsinsel angelegt. Sie war von dreieckiger Form und an der einen Ecke stand ein dicker, eiserner Telegrafenmast. Auf einer solchen Insel, sagte Onkel Titus, als sie einmal über den Platz gingen, lebte Robinson 10 Jahre lang ganz allein. Allein mit seinem treuen Freitag. Er lehnte sich an den Telegrafenmast und ließ sein Auge sehnsüchtig in die Ferne schweifen. Noch immer kein Schiff? Fragte Henriette. Noch immer keines, sagte der Onkel mit bebender Stimme. Aber wir müssen von dieser Insel herunter. Es gibt bald Mittagessen. Du hast wohl recht, lieber Freitag. Ob wir es wagen und einen Einbaum bauen, um damit den wütenden Ozean zu durchqueren? Da schauten sie sich nur entschlossen an und schüttelten sich von Mann zu Mann die Hände. Dann zog Onkel Titus eine Säge aus der Tasche und versuchte, den Telegrafenmast zu fällen. Während er so arbeitete, kam Herr Anton Obacht, der Stadtgendarm, hinzumarschiert. Ha! Verbrecher! Rief er und schwenkte seinen Notizblock. Wer seid ihr? Ich heiße Robinson. Und dies hier ist Freitag. Durchaus nicht. Es ist Sonntag. Dieser ehemalige Kannibale, wiederholte Onkel Titus geduldig, indem er auf Henriette deutete, hört auf den Namen Freitag, denn ich habe ihn an einem Freitag gefunden. Freitag oder Montag oder Allerheiligen? Es ist streng verboten, städtische Telegrafenmasten abzusägen. Bitte stören Sie uns doch nicht länger. Wir haben zu tun, dass wir hier herunterkommen. Am Ende müssen wir ihretwegen verhungern. Ich weiche nicht. Es ist mein Beruf, Verbrecher zu fangen. Verbrecher fangen? Wie machen Sie das so? Das ist gar nicht einfach. Es bedarf großer Sorgfalt und ausführlicher Vorbereitung. Zunächst muss ich 10 Stunden schlafen. Nicht weniger? Nein, nicht weniger. Dann muss ich mit dem rechten Fuß zuerst aufstehen. Käme ich auf den linken, wäre schon alles verloren. Dann muss ich in Ruhe meine Pfeife rauchen und die Zeitung lesen. Die Zeitung muss auf der rechten Seite der Kaffeetasse liegen. Lege sie auf der linken, wäre schon alles verloren. Hernach wickle ich mir einen wollenen Schal um und ziehe mir die tadellos geputzten Stiefel an. Nun dann? Dann gehe ich aus und nehme die Kerle einfach fest. Dieser Teil meines Berufes bietet keine weiteren Schwierigkeiten. Herr Obacht öffnete 2 Paar Handschellen und rief: Leisten Sie lieber keinen Widerstand. Sagte Onkel Titus verstimmt. Auf einer einsamen Insel kann man gar keine Verbrechen begehen. Das ist keine Insel, das ist eine Verkehrsinsel. Das kann ich beinahe unmöglich glauben. Sehen Sie hier irgendwo Verkehr? Herr Obacht sah sich nach allen Seiten um, aber weil es Sonntag war und die Gegend ohnehin nicht sehr belebt, war nichts, was Räder hatte, zu sehen. Es kommt nicht darauf an, was man sieht. Es kommt sehr wohl darauf an. So? Und warum sieht man dann auf Ihrer Insel keine Affen und keine Walfische im Wasser? Und als Herr Obacht das gesagt hatte, kam ein mittlerer hübscher Affe von der Spitze des Telegrafenmastes heruntergeklettert. Er stellte sich vor Henriette auf die Hinterbeine und schlug sich heftig mit der Hand auf den Magen. Ja, Gaylord, sagte Henriette. Es ist Zeit zum Essen, aber wir kommen hier von dieser verflixten Insel nicht runter. Dann beobachteten sie alle 4 einen riesigen,
hellblauen Walfisch, der vom Ende der Straße her auf sie zuruderte. Als er bei der Insel anlegte, verschnaufte er eine Minute und fragte dann: Bitte um Vergebung. Wissen Sie vielleicht, wo die Beringstraße ist? Beringstraße? Gibt es gar nicht. Natürlich gibt es sie. Sie ist zwischen Sibirien und Alaska. Wollen Sie gleich hin? Am liebsten, ja. Speisen Sie doch noch einen Happen. Bei uns zu Hause. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie uns gleich mitnehmen. Es ist auf Ihrem Wege. Gern. Und vielen Dank. Mein Name ist Hyazinth. Sie sind ein höchst lästiger Zwischenfall. Schreien Sie doch nicht so. Meinen Sie, ich habe keine Ohren? Ich schreie in jedem Fall. Aber was Ihre Ohren betrifft, ich sehe wirklich keine. Es kommt doch nicht darauf an, was man sieht. Wo haben Sie denn Ihre Ohren? Keine Ahnung, aber jedenfalls zwischen dem Maul und der Schwanzflosse. Da hätten Sie hinschauen müssen, Herr Obacht. Ich muss jetzt auf die Polizei. Meine Güte, wie schrecklich! Haben Sie etwas ausgefressen? Der Walfisch Hyazinth bat Henriette, Onkel Titus und den Affen Gelord, auf seinen Rücken zu steigen und schwamm mit ihnen in der Richtung, wo ihr Haus und später auch die Beringstraße waren. Als sie über die Hauptstraße kamen, stand Herr Obacht an der Ecke. Und obwohl er sich entsetzlich ärgerte, musste er für sie den Verkehr stoppen. Denn Fische haben auf öffentlichen Straßen Vorfahrtsrecht. Ich habe über die Geschichte von der Insel nachgedacht. Und ich habe noch eine Frage. Blieb der Walfisch länger bei Henriette und Onkel Titus? Nein, Frau Philipp erlaubte es nicht. Bevor wir in Rio de Janeiro anlegen, muss ich wirklich von etwas reden, was mich von Anfang an beschäftigt, nämlich: Du trägst da eine echte Perlenkette, das kann ich behaupten, denn ich bin auch hierin ein Fachmann. Gefällt sie Ihnen? Auch Henriette besitzt eine Perlenkette. Du und Henriette. Ihr beiden wäret also die einzigen Mädchen, von denen ich je gehört hätte, dass sie eine Perlenkette besäßen. Ich sehe, unsere Geschichten langweilen Sie. Nein. Dann brauchen wir die heutige ja nicht mehr zu erzählen, obgleich sie tatsächlich sehr bemerkenswert ist. Ja, doch, ich will sie auf jeden Fall hören. Der Mensch kann nicht zugleich reden und hören. Es folgt also... Die Geschichte vom Tagedieb. Eines Tages verfiel Onkel Titus auf die Idee, Frau Philipp zu heiraten. Oder war es Frau Philipp, die zuerst darauf kam? Gleich viel. Sie saßen nebeneinander auf dem lila Sofa und jetzt riefen sie Henriette, um ihr zu sagen, dass sie eine neue Tante bekommen werde. Wir wollen es ihr schonend beibringen, sagte Onkel Titus. Ja, sonst überwältigt sie die Freude. Henriette kam herein und Onkel Titus begann so. Meine liebe Nichte... Frau Philipp und du, ihr seid manchmal nicht die verträglichsten Nachbarsleute gewesen, ich weiß es wohl, aber das soll nun anders werden. Frau Philipp wird aus ihrer Wohnung, die ja unter der unseren liegt, ausziehen. Hurra! Schrie Henriette. Hurra! Und sie vollführte einen Indianertanz im Zimmer, so glücklich war sie. Es freut mich, dass du zufrieden bist. Um es deutlich zu sagen, Frau Philipp wird ab Montag hier mit uns leben. Sie will mich am Sonntag heiraten. Als Henriette das hörte, machte sie ein Gesicht, das ich nicht beschreiben kann, weil ihr Ärger unbeschreiblich war. Und sie ging schnell hinaus. Sicher läuft sie wieder zu diesem schrecklichen Tagedieb, rief Frau Philipp hinter ihr her. Und das stimmte. Der Tagedieb war ein junger Mann namens Felix, der in einem rosa-seidenen Schlafrock in einer Laube wohnte
und sich damit beschäftigte, Gedichte zu schreiben oder sich vernünftige Gedanken auszudenken. Als Henriette kam, sagte er: Man soll sich nie ärgern. Das war einer von seinen vernünftigen Gedanken. Aber Onkel Titus will am Sonntag die Philipp heiraten. Meine Güte. Und sie hat dich einen Tagedieb genannt? Hiermit hat sie recht, antwortete Felix überraschenderweise. Aber Tage kann man nicht stehlen. Wenn man es geschickt genug anfängt, kann man alles stehlen. Natürlich sind Nächte leichter zu stehlen, weil es da dunkel ist. Darum gibt es Nachtwächter, die auf die Nächte aufpassen. Wann, sagtest du, soll die Hochzeit stattfinden? Am Sonntag. Ich könnte mir vorstellen, dass einer hinginge und den Sonntag stähle, sagte der Tagedieb. Das war wieder einer von seinen vernünftigen Gedanken. Und also ging der Tagedieb hin, legte sich hinter einem Busch auf die Lauer und stahl den Sonntag. Als Frau Philipp wieder erwachte, war es bereits Montag und der Tag, an dem hatte geheiratet werden sollen, vorbei. Aber Frau Philipp dachte, es sei Sonntag. Darum zog sie sich ein weißes Brautkleid an und lehnte sich aus dem Fenster, um nach der Hochzeitskutsche auszuschauen. Ja, die kam nun nicht. Siehst du nicht den Brautwagen, bespannt mit 6 weißen Rossen? Fragte Frau Philipp Henriette. Mit weißen Rossen sehe ich eben keinen, sagte Henriette und blickte angestrengt die Straße hinab. Wohl mit braunen? Nein, mit braunen eigentlich auch nicht. Ja, mit was für Rossen siehst du ihn denn? Genau genommen sehe ich überhaupt keinen Brautwagen. Nun kam Onkel Titus die Treppe herunter und sagte: Guten Morgen, liebe Frau. Er hatte auf dem Kalender gesehen, dass Montag war und glaubte sich daher längst Ehemann. Die Kutsche kommt nicht. Und auch keiner von den Gästen. Aber ich werde dich heiraten. Und wenn wir zu Fuß aufs Standesamt gehen. Wir sind doch schon verheiratet. Es ist ja Montag. Aber in der Tat, ich könnte mich nicht besinnen, wie es zugegangen ist. Frau Philipp hörte nicht darauf. Sie ging mit ihm zum Standesamt. Und ihre vielen Schleier wehten wie eine weiße Wolke durch die Straßen. Das Standesamt war geschlossen. An der Tür hing ein Schild, auf dem stand: Montags keine Hochzeiten. Also ist es heute offen, rief Frau Philipp und pochte an die Tür. Nein, heute ist ja Montag, sagte Onkel Titus. Wir müssen gestern geheiratet haben. Blödsinn! Gestern habe ich Holunderbeeren eingelegt. Und weil sie, während sie sich Onkel Titus zuwandte, nicht zu pochen aufhörte, bekam Onkel Titus ein paar ordentliche Püffe auf die Nase. Aber Rosa, sagte Onkel Titus. Er hatte ganz vergessen, dass sie sich meistens so aufführte. Henriette zupfte ihn am Gehrock. Musst du sie denn unbedingt heiraten? Denk doch daran, was sie uns immer alles verbietet. Wahrhaftig, ein Frauenzimmer im Haus ist genug. Er nahm Henriettes Hand und sie liefen beide weg. Und hinter ihnen her dröhnte immer leiser die Tür des Standesamtes, an die Frau Philipp pochte. Zu Hause sagte der Onkel: Trotzdem weiß ich nicht, wo der Sonntag geblieben ist. Den hat Felix für mich gestohlen. Er ist ein Tagedieb. Jetzt verstehe ich vieles. Und weil Felix eben im rosaseidenen Schlafrock aus seiner Laube kam, sagte er noch: Ich bin Ihnen sehr dankbar. Nun läutete das Telefon. Frau Philipp war am Apparat und sagte durch die Leitung: Eine Neuigkeit, Titus. Heute ist Montag. Nein, wahrhaftig? Ich denke, wir können am Donnerstag heiraten. Noch mehr Tage kann ich Ihnen aber nicht stehlen, sagte Felix. Es bleibt Ihnen nichts übrig, als zu fliehen. Was hat der Mensch für vernünftige Gedanken? Wollen Sie nicht mitkommen? Heute Mittag geht das Schiff und ich glaube, Ihr rosa Schlafrock wird sich zu den blauen Wellen sehr hübsch ausnehmen. Auf diese Weise fuhren Henriette und Onkel Titus und Felix nach Rio de Janeiro. Denn der Onkel hatte von den Brasilianern eine Einladung, sie zu besuchen und ihnen eine Kaffee-Windmühle zu bauen.
Als so der Segelfrachter Lord Nelson und seine Passagiere viele Tage und Nächte gereist waren, näherten sie sich endlich der brasilianischen Küste. Kapitän Schwedje, der an der Spitze stand und angestrengt durch sein Fernrohr blickte, schrie: Land! Land in sich! Aber keiner achtete auf ihn. Herr Clemens Mopp, Bertha und Leo standen am Heck und blickten nicht weniger angestrengt in die entgegengesetzte Richtung. Sie beobachteten ein kleines, schnelles Motorschiff, das mit großer Geschwindigkeit hinter der schwerfälligen Lord Nelson herfuhr. Der Abstand, den die Schiffe voneinander hielten, wurde immer kürzer. Neben dem qualmenden Schornstein des Motorschiffs war eine Frau sichtbar. Jetzt kam, mit allen Anzeichen des Schreckens auf dem Gesicht, ein Affe durch das Tauwerk geklettert. Er zupfte Herrn Mopp an der Hose und deutete aufgeregt nach dem Motorschiff hinüber. Der blinde Passagier! Brüllte der Kapitän von der Spitze her. Der blinde Passagier! Ich hab ihn, es ist ein Affe! Meiner. Ihrer? Einen Affen haben Sie also auch? Der Affe zirpte in größter Unruhe und zeigte immer wieder auf das Schiff, das sie verfolgte. Ich gehe hinunter und besorge Gelot ein paar Bananen. Was besorgst du? Bananen! Ich besorge, wir sind entdeckt. Herr Mopp nahm dem Kapitän das Fernrohr aus der Hand, richtete es auf die Frau, die neben dem Schornstein des Motorschiffs stand und sagte: Ach Gott. Wie hat sie es bloß herausbekommen? Ich habe keiner Seele etwas erzählt, außer höchstens der Frau Leiterhändler Parzefall. Sie stand am Hafen, als wir abreisten. Herr Mopp zog den Überrock straff herunter, sah den Kapitän Schwedje ernst an und sprach: Nun, wackerer Freund, die Stunde ist da, Ihnen zu offenbaren, wer wir wirklich sind. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind... Unterbrechen Sie mich bitte nicht. Es ist, wie ich Ihnen schon am ersten Tage sagte, ein Geheimnis um unsere Personen. Aber ich habe Ihr Geheimnis entdeckt. Unser Geheimnis wird entdeckt, wenn wir es entdecken, nicht früher. Wir mussten uns mit diesem Geheimnis umgeben, um einer bestimmten Person zu entkommen. Der Frau Philipp. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Vermutung kommen, aber es ist etwas Wahres dran. Mit einem tapferen Wort, denn wir sind... In diesem Augenblick ertönte ein gewaltiges Brausen. Die Lord Nelson schwankte dreimal hin und her wie der Kahn an einer Jahrmarktsschaukel. Aus dem Wasser tauchte ein riesiger hellblauer Walfisch auf, richtete sich empor, blinzelte mit treuherzigen Augen über die Reling und sagte: Ich höre, man verfolgt Sie. Ja. Wer denn, Onkel Titus? Ah, jetzt ist alles heraus. Wer uns verfolgt? Nun, Frau Philipp natürlich. Sie will uns ja heiraten. Frau Philipp? Hast du Frau Philipp gesagt? Der Walfisch Hyazinth spritzte erregt eine Wassersäule aus seiner Nase und schlug mit dem Schwanz flach auf das Meer. Dann hielt er sein Maul dicht an Onkel Titus' Ohr und flüsterte, dass jeder auf dem Schiff es verstehen konnte. Soll ich sie ersäufen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Schieb sie einfach ab. Da stürzte sich der hellblaue Walfisch Hyazinth mit vielem Geplätscher in die Wogen und ruderte auf das Motorschiff zu, das schon auf wenige hundert Meter herangekommen war. Aber merkwürdig, der Walfisch drehte kurz nachdem er das Schiff erreicht hatte wieder um und kam zum zweiten Mal zur Lord Nelson. Wie verstehe ich das? Weigert sie sich? Sie sagt, sie ist auch bereit, den Kapitän zu heiraten. Mich? Nein, da würde ich Ihnen unbedingt abraten. Ich hätte wenigstens keine Langeweile mehr. Garantiert nicht. Nach dieser unterhaltsamen Seereise fürchte ich mich ganz besonders vor Langeweile. Da kratzten sich alle hinter den Ohren, denn diese Frage war doch nicht so ohne weiteres zu lösen. Ich habe einen vernünftigen Gedanken. Rosa Philipp muss nach Hause, das ist einmal sicher. Aber der Kapitän kann ihr ja erlauben, ihm einen Brief zu schreiben. Gut, ich will's ausrichten, sagte der Walfisch, schwamm zu Frau Philipps Schiff, setzte seinen dicken Kopf dagegen und schob es unaufhaltsam dorthin, von wo es gekommen war. Hoffentlich schreibt sie bald. Der Kapitän zog ein großes, gestreiftes Taschentuch heraus und winkte hinter Frau Philipp her.
Der Walfisch wie Hyazinth dachte, er sei gemeint. Er winkte mit seinem Schwanz zurück und dabei machte er derartige Wellen, dass die arme Lord Nelson kaum ihren Rumpf im Wasser behalten konnte. Onkel Titus aber, Henriette und Felix kullerten über das Deck und bis zu dem vorderen Ende des Schiffes. Und da sahen sie, dicht vor sich, die brasilianische Küste, deren kunterbunte Urwälder und milchweiße Wolkenkratzer zu ihnen herüberleuchteten.